So, hallo Leute, heute ein kleiner Test über Luftheuler. Und zwar, ich habe zwar nicht so eine große Auswahl, aber zumindest die Sachen, die ich noch selber habe daheim. Und ja, es sind drei Keller-Luftheuler und einer von Nico mit dem alten Mug Nico-Hahn. Also die Reihenfolge ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Und damit kann man schon was anfangen. So, wir fangen an mit dem Keller-Luftheuler aus der 100er-Schachtel. Hier seht ihr noch das alte Kellerzeichen. Kann ich auch mal hier reingucken lassen. So. Und der Luftheuler selbst sieht eigentlich sauber verarbeitet aus, mit einer recht langen Zündschnur-Lunte. Kennt man ja. Und dann noch zu sehen das alte Red Lantern Label. So, dann geht's weiter mit einem anderen Luftheuler, auch vom Keller, auch mit dem alten, logischerweise mit dem alten Keller-Logo. Ja, Red Lantern sehen wir hier wieder. Und der Luftheuler selber sieht so aus. Also eigentlich kein großer Unterschied zu dem, den wir gerade gesehen haben. Ja. Auch gelb, nur die Lunte ist ein bisschen kürzer als der andere. Jo. Genau. Dann haben wir eine ganz ältere oder noch ältere Variante, auch vom Keller. Ist die Packung auch schon ein bisschen hinüber. Ja. Backcover ist hier keins. Aber hier an der Seite steht ein bisschen was. Vielleicht kann man das lesen. FKW. Ja, die müssten schon echt noch älter sein. Und die sehen auch ein bisschen anders aus. Also, hier könnt ihr den Luftheuler sehen. Die alte BAM-Nummer. Hier auch wieder das Red Lantern Label. Auch mit einer kürzeren Lunte. Naja. Gut. Und zu guter Letzt haben wir einen von Mug Nico. Eine Packung Luftpfeifer. Hier, der alte Mug Nico-Hahn. Luftheuler mit schrillem Pfeifton. Genau. Und so sieht er aus. Hier auch wieder mit dem alten Mug Nico-Hahn. Importeur Göllheim, Hersteller SL. Okay, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem kleinen Test. Luftheuler aus der 100er Box. Luftheuler aus der blau-roten Packung. Luftheuler, ältere Charge, Keller. Mug Nico, Luftheuler. Wow.